Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Werkzeugtest vom FAZ Kaufkompass. Wir haben uns diesmal einen Akkuwinkelschleifer von Hikoki genauer angesehen, nämlich das Modell G3613DE. Und das hat einen wirklich tollen Eindruck bei uns hinterlassen. Das ist ein waschechtes Profigerät mit viel Leistung und einer wirklich überzeugenden Verarbeitungsqualität. Wir konnten mit dem Gerät länger arbeiten und haben einige Tests mit ihm durchgeführt. Aber gut, dazu kommen wir später. Zuerst sprechen wir mal ganz kurz über die verbaute Hardware. Hikoki hat einen leistungsstarken 36 Volt Brushless Motor verbaut, der effizient und wartungsarm läuft. Der Motor und die Getriebeeinheit laufen wirklich sauber und ruhig. Und das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Und dabei ist die Maschine wirklich kraftvoll. Hikoki gibt den Power-Output mit stolzen 1500 Watt an. An der Spindel erreicht der Schleifer eine feste Drehgeschwindigkeit von 10.000 Umdrehungen pro Minute. Sehr toll umgesetzt ist eben der Sanftanlauf, den ihr gerade hören konntet, und die Motorbremse, die das Werkzeug innerhalb von 1,5 Sekunden abbremst. Und beides funktioniert wirklich geschmeidig und schnell. Genauso wünscht man sich das ehrlich gesagt immer. Für die Arbeitssicherheit gibt es auch noch einen Kickback-Stop und einen Überlastungsschutz. Alles vorbildlich. Kommen wir als nächstes zu den äußeren Merkmalen der Hikoki. Denn was neben der wirklich einwandfreien Verarbeitung auffällt, ist die solide und sehr robuste Bauweise der Maschine. Man nimmt sie in die Hand und hat einfach sofort Vertrauen zu ihr. Das macht sich allerdings auch in ihrem Gewicht bemerkbar. Immerhin stolze 2,4 Kilogramm ohne Akku. Dafür ist sie aber wirklich angenehm schlank gebaut und liegt dank der gelungenen Ergonomie und den sehr griffigen Oberflächen wirklich perfekt in der Hand. Der Hauptschalter liegt auf der linken Seite und lässt sich problemlos bedienen. Zumindest für Rechtshänder. Im unteren Bereich oberhalb der Akkus, ihr könnt es hier sehen, wird Luft angesaugt, die dann durch das ganze Gerät durchgetrieben wird und vorne wieder austritt. Und das dient dazu, einfach die ganzen Elektronikteile immer schön mit Luft zu versorgen und zu kühlen. Und zum Schutz vor Staub sind eben hier vor diesen Lufteinlässen kleine engmaschige Filter angebracht, die man wunderbar abnehmen kann und perfekt reinigen kann und dann einfach wieder ranklipsen. Das Getriebe von der Hikoki ist wirklich robust und besteht natürlich komplett aus Alu-Druckguss. Neben der Spindelarretierung hier oben, die sich übrigens sehr gut bedienen lässt, gibt es dann hier auch noch zwei Besonderheiten der Hikoki, nämlich links und rechts davon sind zwei LED-Leuchten verbaut. Durchaus praktisch, wenn man mal an schlecht ausgeleuchteten Stellen arbeiten muss. Die Beleuchtung kann automatisch oder manuell erfolgen. Ich zeige euch das ganz kurz. Hier unten lässt sich das Ganze dann einstellen. So kann ich sagen, Beleuchtung automatisch an, wenn ich die Maschine anschalte, und sie gehen auch automatisch aus. Oder ich stelle sie hier komplett manuell ein und dann leuchten sie auch so, wenn ich die Maschine gar nicht benutze. Eine Taschenlampe. Daneben seht ihr noch einen weiteren Knopf und der ist für die automatische Motorsteuerung vorgesehen. Und die sorgt dann dafür, dass die Maschine im Leerlauf nur mit 5000 Umdrehungen läuft und erst bei Belastung automatisch hochdreht. Ich zeige euch das ganz kurz. Ich habe jetzt natürlich nichts, um die Belastungsgrenze zu erreichen. Aber ihr hört. Sehr angenehm bei längeren Arbeiten. Ein weiteres Highlight ist die wirklich perfekt umgesetzte, werkzeuglos zu bedienende Schutzhaube. Ich zeige euch auch ganz kurz, wie einfach das bei der Hikoki funktioniert. Es gibt hier unten einfach einen kleinen und auch äußerst stabilen Metallhebel,
den drücke ich nach unten. Ja, und dann kann ich die Schutzhaube wirklich stufenlos einstellen und auch abnehmen. Und zwar auch, wenn die Überwurfmuttern drauf befestigt sind. Drauf drehen, fest. Das ist wirklich perfekt gelöst. Besser geht's nicht. Auch der Zusatzhandgriff, der ist wirklich vorbildlich komplett gummiert und er hat eine echt brauchbare Vibrationsdämpfung. Das Tolle daran ist, dass er sich an drei verschiedenen Stellen hier am Getriebekopf anschrauben lässt. Links, rechts kennt man natürlich, aber eben auch hier oben und das ist manchmal wirklich praktisch. Ich würde sagen, jetzt könnt ihr den Hikoki mal beim Arbeiten zu sehen. Wir haben den Winkelschleifer in vier verschiedenen Arbeitssituationen getestet. Das 6 mm starke Stahl ist überhaupt kein Problem für die Hikoki. Zuverlässig durchtrennt sie das 12 cm lange Stück. Auch unter Belastung arbeitet sie sehr ruhig und bei gleichbleibender Geschwindigkeit. Im Grunde fühlt es sich so an, als ob man mit einer kabelgebundenen Maschine schneidet. Auch bei höherem Druck bleibt die Maschine nicht stehen. Mit einer großen Topfbürste säubern wir eine rostige alte Stahloberfläche und egal wie viel Druck wir ausüben, die Maschine bleibt nicht stehen bzw. die Überlastung wird nicht ausgelöst. Doch die lange Bauform kann man mit dem Schleifer auch ohne Zusatzgriff mit zwei Händen wunderbar arbeiten und es macht einfach wirklich Spaß. Leistungstechnisch ist das natürlich überhaupt keine Herausforderung, das ist klar. Oberflächen werden souverän geschliffen und bei feinen Arbeiten an Kanten, da überzeugt die Hikoki durch ihre wirklich gelungene Ergonomie. Der Winkelschleifer lässt sich hervorragend kontrollieren und führen. Auch feinere Aufgaben lassen sich mit der Hikoki sehr gut erledigen. Als Säge macht die Hikoki auch eine wirklich gute Figur. Blitzschnell schneidet sie das Massivholz durch und man hat das Gefühl, dass da noch wirklich genügend Leistungsreserven vorhanden wären. Noch ein paar Punkte, die uns beim Arbeiten mit der Hikoki aufgefallen sind. Das ist zum einen die Leistung, die ist wirklich top und die war immer, immer ausreichend. Dank der schlanken Bauform liegt die Maschine wirklich sehr gut in der Hand und lässt sich eben auch fein und vor allen Dingen dosiert einsetzen. Also somit sind eben ganz diffizile Arbeiten überhaupt kein Problem, selbst mit der doch recht langen Maschine. Toll war auch der extrem ruhige Lauf und dass die Maschine nicht laut ist. In 60 cm in Entfernung haben wir nur 77 Dezibel gemessen. Dann natürlich die blitzschnelle Verstellung der wirklich stabilen Schutzhaube und zu guter Letzt auch noch der gute und wirklich toll gedämpfte zweite Handgriff. Nun, dann kommen wir zu unserem Fazit über die Hikoki. Für uns ist sie ein wirklich solider und leistungsstarker Akkuwinkelschleifer mit vielen tollen Features und verdient sich damit wirklich unsere Profi-Empfehlung. Die Leistung ist beeindruckend. Auch die Einsatzzeit pro Akkuladung ist überzeugend. Der 2,5 Amperestunden Akku, der hielt bei uns 16 Minuten im Dauereinsatz durch. Und die Schutzhaube ist genial und erleichtert das Arbeiten ungemein. Klar ist jetzt die Hikoki nicht günstiger. Die ca. 270 Euro ohne Akku und Ladegerät sind für Profigeräte aber ehrlich gesagt nichts Außergewöhnliches. Für uns ist die Hikoki eindeutig ein Tipp für alle, die sehr viel mit einem Winkelschleifer arbeiten.